die Luft. Hin, wo die Götterflamme brennt. Meer, spüle mir hinweg die Kluft, die von der Freiheit mich noch trennt. Doch keine Gläser. Habt ihr schon gehört, dass sich Brandy und Lina getrennt haben? Wir hatten wohl doch zu viel Stress mit ihren Kindern. Apropos Kinder, ich möchte zwei. Erst den Jungen und dann das Mädchen. Kinder machen mir viel zu viel Arbeit. Außerdem machen sie meine Figur zunichte. Ich möchte nach dem Abi erstmal die Welt sehen, Leute kennenlernen und Karriere machen, bevor ich mich. Ich möchte nach dem Abi erstmal nach England, um Liverpool zu sehen. England gibt's auch auf Nordstrand. Und im Grund habe ich noch nichts mehr. Schön, dass ihr alle weg wollt. Und was wird dann aus mir? Soll ich etwa nach St. Burgis fahren? Ferne, Freiheit, andere Kulturen. Frei bist du auch im Musema von neuen Freiheit. Mädels, seid friedlich. Auf unser Abi. Stößchen! Hoffentlich packen wir es, denn noch haben wir es nicht in der Tasche. Wenn da nicht diese blöden Matheprüfungen wären, die werden doch das Genick brechen. De facto ist es so, dass etwa 32% der Mathe schriftlich geprüften durchfallen. Ach Quatsch, lass mal Glotze anmachen. Im 19. Jahrhundert segelten Millionen Auswanderer aus Deutschland nach Amerika. Auf der Suche nach einem besseren Leben wagten sie die gefahrvolle Reise über den Atlantik. Ziel: dazu,
alles hinter sich zu lassen und ins Unbekannte zu gehen. Ich hab so Hunger. Ich auch. Ich auch. Ich hab Bauchweh. Mir ist kalt. Mutter, das Brot sieht sehr lecker aus. Wo ist Papa eigentlich? Und wo ist eigentlich der kleine Heinrich? Er schreibt,
Er schreibt, dass er am Anfang des künftigen Monats in der Wevatastret in Milwaukee anzutreffen sein wird. Das heißt, Bärbel und ich, wir können da hingehen. Aber die Überfahrt, die dauert so lange und die Krankheiten, die du dir dort einfangen wirst, mein Sohn. Das ist alles nicht wahr. Und wer? Wer kümmert sich um Vaters Grab? Und wer zündet an aller Seele die Lichter an? Die Lichter der Toten leuchten überall. Nein, die Lichter der Toten, die ruhen nur hier. Ich bleibe hier. In diesem Jahrhundert gehen sie nach allen Küsten der Erde und kehren nimmer wieder, als hätten sie nie eine Heimat, nie eine Mutter gehabt. Gefährten, Freunde, Brüder, das, was wir heute besprechen, betrifft jeden Einzelnen von uns. Im März dieses stolzen Jahres 1848 haben wir gezeigt, wie viel Kraft von unserer Nation ausgehen kann. Deutsche Bürger haben sich versammelt, um für ihre Freiheit und ein Mitbestimmungsrecht zu kämpfen. Sie haben ein einheitliches und demokratisches Deutschland gefordert. Darum sind wir hier. Wir dürfen unseren Mut nicht verlieren. Beachtet, was wir schon alles erreicht haben. Zum ersten Mal durften Männer in freien Wahlen unsere Volksvertreter für die Nationalversammlung in der Paulskirche wählen. Und jetzt hat sich verändert. Alles ist verwalten geblieben. Und was ist mit uns Bauern? Unsere Meinung wurde doch überhaupt nicht gehört. Ja, genau. Dieses Professorenparlament bestand aus was Kaiser treuen Schnöseln. Und was macht der Kaiser? Er lehnt den Verfassungsentwurf ab. Und die Fürsten verbieten uns, unsere Meinung frei zu äußern. Unsere Veranstaltungen werden verboten und mit Gewalt niedergeschlagen. Demokraten und Republikaner werden inhaftiert und verrecken in den Kerkern. Lasst die Revolution nicht enden! Steht auf, kämpft und kostet euer Leben für die Republik und für die Demokratie! Thank you.
stärker verrecken lassen. Deutschland, deine Revolution ist gestorben. All unser Hoffen, all unser Herzblut, es war alles umsonst. Uns werden sie auch noch kriegen, wenn wir unser Schicksal nicht selbst bestimmen. Ich gehe nach Amerika, da ist der Mensch frei. Und was ist, wenn die See über dein Schicksal entscheidet? Freiheit oder Tod!
Blick nicht von euch wenden. Ich muss euch anschauen. Immer da. Wie reicht ihr mit geschäftigen Händen dem Schiffer eure Habe da? O, sprecht! Warum zuckt ihr von dann? Wie wird es in den fremden Wäldern euch nach der Heimat Berge führen? Nach Deutschlands gelben Weizenfeldern? Nach seinen Reben gewinnen? Wie wird das Bild der alten Tage durch eure Träume glänzen sehen? Gleich in der schönen, frommen Sage wird es vor eurer Seele stehen. Der Bootsmann winkt, zieht hin in Frieden. Gott schütze euch, Mann, Weib und Greis. Sei Freude eurer Brust beschieden, in euren Feldern Reis und Mais. Thank you.
schlechter Witterung 110 bis 115 Auswanderer. Denke dir ihre Ausdünstung, das Lachen, das Lamentieren, das Kinderschreien, das Übergeben. Und du wirst ein ziemlich tolles Bild des Raumes haben. Der englische Dolmetscher. Praktisches Hilfsbuch zur Erlernung der englischen Sprache für Auswanderer nach Amerika. 12 elegant kartonierte Bogen, nur 12 Silbergroschen. Andere träumten vom künftigen Glück. Goldklumpen, so groß wie ein Wackerstein, trage ich nach Hause zu meiner Familie heim. Leid und Tod fuhren mit. Es ist wirklich keine Kleinigkeit, auf dem Schiff niederzukommen. Hier gibt es keine Amme, kein Doktor, gar niemand, der die Sache auch nur ein bisschen versteht. Wenn ich daran denke, so soll eher eine Frau ins Wasser springen, als unter diesen Umständen eine so weite Seereise zu unternehmen. Sie hat Fieber. Sie hat so sehr Fieber. Hoffentlich ist das nicht die Cholera. Das ist bestimmt Typhus. Die wird bald sterben. Über allen stand die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Junge Mädchen in Amerika haben keine Probleme, eine Unterkunft zu finden. Mit Leichtigkeit können sie zwischen $7 und $8 wöchentlich an der Nähmaschine verdienen. Und so ging es Tag ein, Tag aus. Für Auswanderer, der englische Dolmetscher. Es gab auch noch andere.
andere Formen des Zeitvertreibs. Im Schifffahrtsvertrag machten die Hamburger Reeder, die Herrn Godefroy, es sich zur Ehrensache, für ausgezeichnete Verproviantierung zu sorgen und stellten uns sehr vieles in Aussicht. Anchovis. Heringe. Sardellen. Und eingemachte Früchte. Und vor allem ausgezeichnetes Wasser. Thank you.
Butter ist so ranzig, dass sogar die Kartoffeln schlecht danach schmecken. Ich esse deshalb immer Trockenbrot. Ach, wie gern hätte ich jeden Morgen ein Butterbrot und ein Glas frisches Wasser. Kleines, feines, frisches, filtriertes Wasser. Erbsen. Erbsen. Bohnen. Bohnen. Erbsen. Erbsen. Bohnen. Bohnen. Sauerkraut. Sauerkraut. Speck. Speck. Gänsebraten. Hühnertopf. Grünkohlsuppe. Lecker. Den 20. Mai war ein ruhiger Tag und das Erbrechen gewährte wegen der schwankenden Bewegung des Schiffes einen gar ergötzlichen Anblick. Weihnachten 1858 notiert Wilhelm Jacobs in sein Tagebuch: kein Wasser erhalten. Georg Haverbeck verloren 1857 sechs ihrer 12 Kinder, nachdem diese an Bord verdorbene Nahrungsmittel gegessen hatten. Welch herrliche Verproviantierung durch die ehrenwerten Herrn Godefroy! Würde Mutter uns jeden Morgen ein Butterbrot schmieren und es uns essen sehen. Und wie gerne möchte ich es ihr selbst aus der Hand nehmen und durch ihre lieben, freundlichen Augen mich ansehen lassen. Do.
Hauptinteresse aller galt dem Wetter. Davon hing Wohl und Weh der Reise ab. Juli, Donnerstag, heiter, schöner Tag. Am 20. Juli erwachen wir bei fast ganzer Windstille. Schon in der Nacht von 12 bis 4 Uhr eine gute Brise aus Nordost, die uns 8 Seemeilen per Stunde weiterbringt. Dem Strand zu seinem ewigen Ziel, das Meer, um dort im Spiel hinzugleiten. Das Meer funkelt im Glanz der Nacht wie ein Diamant. Spiegel des Himmels Dom, das Meer im endlosen Strom der Gezeiten. Wie schön ist diese Nacht, die Welt ist wie ein Traum. Im Raum. Das Meer wiegt sich im Tanz und trägt schwankend zum Land. Wieder zurück das Boot, das Meer, als wollte es ins Glück uns geleiten. Die Leichen, die an den Stränden angespült werden, bestatten sie im hinteren Teil. Keiner kennt ihre Namen oder ihre Herkunft. Ist das dein Ernst? Was bist du denn so griesgrämig?
Wir sind an der frischen Luft, das Wetter ist schön, siehst du mal positiv. Was soll ich daran bitte positiv sehen? Wir sind auf einem Auswandererschiff gelandet, der Kapitän hat uns unser gesamtes Geld abgezogen und unser Hab und Gut wurde uns von einem Schweinswal geraubt. Sauerei! Und jetzt gondeln wir mit dieser Nussschale über den Ozean. Wer hatte eigentlich die Idee zum Meutern? Ich! Ich war das. Wer sonst? Du musst mir nicht danken. Tu ich nicht. Sieh es doch mal so. Uns war langweilig und einigen von uns ging es auch sehr schlecht. War mit Sicherheit die mieseste Meuterei, die es je gegeben hat. Damit gehen wir vielleicht in die Weltgeschichte rein. In die Weltgeschichte. Wir schaffen es noch nicht einmal, eine alte Dame zu überfallen. Ach komm, woher sollten wir denn wissen, dass wir keine Messer am Mann haben? Woher sollten wir wissen, dass die alte Dame auch noch bewaffnet ist? Jetzt haben wir wirklich alles verloren! Das Einzige, was uns noch bleibt, ist unsere Würde. Und dieses... Leg das Taschenmesser weg! Thank you.
albern, und strenger wird die dann herrschen. Bei der ärztlichen Untersuchung entschied sich, ob die Immigranten bleiben durften, in Quarantäne mussten oder sogar zurückgeschickt wurden. Die vermeintliche Diagnose wurde mit Kreide in Form eines großen Buchstabens auf die Kleidung der ausgewählten Person geschrieben. Thank you.
sie schwelgten in Euphorie. Doch dann holte die Realität sie ein und traf sie wie ein Schlag ins Gesicht. Uwe Jens Lornsen. Um 6.000 Dollar betrogen. Maria Johansen. Der 5-jährige Sohn starb an Fieber. Elsabe Ingwersen. Einzige Überlebende eines Raubüberfalls. Mann und Kinder wurden ermordet. Blake Peters. Fand keine Arbeit. Lisbeth Hansen. Das Heimweh zerfraß ihr die Seele. Nur solche Leute kommen in Amerika schnell vorwärts. Die erstens keinerlei Handarbeit scheuen, zweitens sich schnell in allerlei Lebenslagen zu finden wissen, drittens keinerlei Bedienung brauchen und viertens auf mancherlei persönliche Bequemlichkeit verzichten können. Und verlasse diesen Fleck.
Also schnappe ich die Segel und verlasse.